Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer bunte Steine-Fan und ihr seht an deren Tisch, es gibt schon wieder mal ein Lego-Haul. Na, kein Lego-Haul. Diesmal ist es was anderes. Ich habe Noppensteine gekauft, können wir sagen. Und ich glaube, so ziemlich fast jeder YouTuber, der über Klemmbausteinalternativen auch was mit dem Programm hat, kommt an der Firma im Moment nicht vorbei. Und es hat sich gestern angeboten und ich war in Leipzig gewesen bei der Eröffnung des neuen Bluebrick Store im Nova Eventes und ich habe ein paar Sets mir geholt, weil ich ja auch selber neugierig war, wie ist die Qualität der Steine, wie fühlen sie sich an und wie ist das Bauen. Und ich habe mal so ein paar Sets mitgebracht und mit der Option, es könnte mehr werden, wenn es euch interessiert und wenn ich davon ein bisschen auch überzeugt bin. Und da würde ich mal sagen, ich fange einfach mal mit dem ersten Set an. Hier haben wir natürlich den ganz normalen Bluebricks-Karton, wo nicht viel draufsteht, aber dank des Stores haben wir hier an der Seite schon mal was drin ist. Ich habe mir einmal den Ein-Mann-Bunker geholt. Ihr seht, 74 Teile, 5,95 Euro. Auf das Set war ich eigentlich schon lange gespannt gewesen, wie das jetzt ist, wie das läuft. Ich habe schon von manchen gehört, dass hier dieser obere Stein nicht so halten soll. Wir werden sehen, ob das jetzt ein bisschen gebessert hat. Dann als zweites habe ich mir, wieder ein grauer Karton, habe ich mir dieses Set geholt. Der Bunker mit Flakstellung. 387 Teile zu einem Preis von 27,95. Das sind noch die alten Preise. 3% wurden ja an der Kasse abgezogen. Also ist, glaube ich, 27, 24 oder so in die Dreh, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Aber auf das Set war ich auch sehr gespannt, weil mir auch dieser Bunker gefällt. Und mit der Option, dass ich mir vielleicht noch ein Set kaufe oder zwei und das dann mocke und vergrößere. Mal gucken, ich hatte da schon sowas gehabt, da ist auch ein bisschen dickerer Karton und schön pralle schwer. Dann habe ich mir einen weiteren Karton geholt mit einem Zugteil, Behälterwagen, vierachsig, 191 Teile, 16,95. Sehr schöner Wagen, ich werde mal sehen, wie das ist. Mit der Option auch, mir nochmal zwei, drei zu holen, dann schon einen schönen Güterzug machen, von der Länge her, kommt bestimmt gut. Das hat bestimmt einen schönen Anblick. Und ich habe das letzte Set, größerer Karton, den Kraftstoffsattelzug mit 646 Teilen mir geholt. Fand ich ein sehr schönes Modell. Und ich habe mir gedacht, ja, nimmst du mal so ein Laster mit und probierst mal aus, wie er sich bauen lässt, wie er aussieht in echt. Und ja, also das ist mein kleiner Bluebricks Haul, wie ihr seht. Erstmal vier Sets und da mache ich dann so ein paar so Bluebricks Tage und da werde ich die Sets euch dann vorstellen an einzelnen Tagen und meine Meinung zu der Firma, also zu den Steinen her und wie das Bauen war, dann auch mal kundtun. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Haul-Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar, ob ihr auch schon was bei Bluebricks bestellt habt und wie eure Erfahrungen sind. Würde mich jetzt auch interessieren, wirklich interessieren. Und würde mich auch interessieren, ob ihr dann eventuell noch weitere Bluebricks-Sets sehen wollt oder nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und ciao, ciao, macht's gut, bis bald, eure bunte Steine-Fan.